Da ist Ehevermittlungsinstitut, frohes Herz, grüezi. Ehevermittlungsinstitut, frohes Herz. Na ja, ohne Grüezi, Grüezi, ich habe nur gesagt, zum Grüezi sagen. Jawohl, unser Etablissement heisst Ehevermittlungsinstitut Frohes Herzchen. Was kann ich Glückliches für Sie tun? Nein, die müssen aufs Arbeitsamt anrufen. Wir vermitteln keine Hausangestellte. Wir führen glückliche Herzen zusammenführen. Jawohl, ein Ehe- und Kontaktinstitut. Wieder hören. Hey, Hausangestellte, wir wollen doch nicht verhungern, gell, Sie? Ja, kommen Sie nur näher, kommen beißen Sie nicht. Grüezi. Grüezi, grüezi. Bitte, nehmen Sie Platz. Excuse. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Danke vielmals. Was kann ich glücklich für Sie tun? Ja, ich komme da wegen Ihrem Inserat. Die Samstag-Ausgabe vom Tagesanzeiger. Jawohl, ja. Ja, Sie haben da inseriert. Sie haben unser Inserat gelesen, haben sich angesprochen gefühlt, haben sich auf den Weg gemacht und tschau, sind Sie da. Jawohl, ja. Ja, wissen Sie, was ich seit langem suche? Ja, da werden wir schon für Sie finden. Wir stellen alle zufrieden, die zu uns kommen, nur ein bisschen Geduld haben. Darf ich gerade das erste Mal Ihren werten Namen wissen? Ja, ist denn da nötig? Sie müssen keine Angst haben. Der bleibt vorläufig ganz unter uns. Aha. Ja, dann geht das Geschäft, meine ich, ein bisschen länger, als ich gemeint habe. Was solid soll sein, braucht seine Zeit. Ja, da haben Sie eigentlich recht, jawohl. Ja, dürfte ich in dem Fall mal schnell ein Telefon machen? Selbstverständlich. Sind wir hier auf den roten Knopf drücken? Ja, Sie können schon da bleiben. Hat kein Geheimnis. Ja, das ist jetzt aber nett von Ihnen. Aber wissen Sie, unsere Devise lautet Diskretion, Diskretion, Diskretion. Dann Sie mich einfach wieder rufen, gell, Sie? Oh, eine komische Sache da. Eben noch mal ein. Hallo? Da ist Heberli. Ja, grüezi. Lassen Sie, wären Sie so gut und würden Sie mal mit meine Frau ans Telefon rufen. Voglio per favore ma moglie cantare al telefono. Ja, sie sitzt in ihrem Café, gab vorne beim Buffet, wenn's Platz hat. Ja, danke. Grazie. Ja, heute muss ich fangen Sprache. Clearly? Ja, ich bin's. Lass, ich komme dann ein bisschen später heim, als ich gemeint habe. Hat zwar schon fast alles erledigt. Bin im Hallenbad, in der Epa, beim Türliwanger und jetzt bin ich hier an der Löwenstraße oder Löwengasse. Weiss ich nicht mehr recht. Ja, weißt, der Paul hat mich doch auf ein Inserat im Tagesanzeiger aufmerksam gemacht, ja? Die haben da verschiedene Passgeigen zu verkaufen. Ja, im Inserat ist gestanden verschiedene Passgeigen. Ja, und weil meine kaputt ist, habe ich gedacht, ich gehe gerade mal schnell schauen. Jetzt aber los, sei schon Paul. Sei schon Paul, ich habe dich ein bisschen später abprobe, aber vielleicht bringe ich dann gerade neue Passgeigen mit, wer weiß. Jawohl. Gut, also. Ciao. Tschüss. Fräulein. Ja? Bin fertig. Sie können ruhig Jasmin zu mir sagen. Alle sagen und schreiben mir einfach Jasmin. Aha. Ja, mein Name ist Heberli, Willibald. Heberli, Sie können mir natürlich auch Willibald sagen. Hey, ja, Sie bereits ein Freund von uns, ein guter Freund, der seit langem sucht, was er unbedingt braucht. Das ist ja verständlich und er mir von ganzem Herzen will helfen. Ja, also, das ist aber schön von Ihnen, Fräulein. Aber bitte, könnte ich jetzt endlich einmal eine sehen? Also Willibald, Sie sind mir noch
dann stürm ich. So etwas muss man doch reiflich überlegen. Ja, 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 wissen Sie, ich bin entschlossen, gell Sie? Ich nehme eine, wenn Sie eine haben, wo mir passt. Da braucht doch alles seine Zeit. Ja, 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 wissen Sie, sehen Sie gleich, ob eine etwas ist oder nicht. Man muss noch zuerst können ein bisschen aufspielen. Also, ja, also. Da würde man denken, wohl hören, nicht? Ich meine, man kauft nicht gerne eine Katze im Sack. Also, Willibald, sagen Sie mir einmal frei von den Lebern weg Ihre Spezialwünsche. Ja, also, Voraussetzung ist natürlich ein guter Bau. Ja, und dann sollte sie nicht zu gross sein, gell? Sie sollte mir so richtig in die Hand hineinpassen. Ja, sollte sie auch noch mögen klopfen. Ja, wissen Sie, ich habe sie ein bisschen im Kreuz. So, Willibald, das Wichtigste ist doch, dass sie eine seelische Verbindung zu ihnen bekommen. Ja, da haben Sie recht, jawohl. Also, im übertragenen Sinn gesprochen, Sie meinen, es muss geigen. Ja, Sie, mit der Letzten, da bin ich einmal so richtig verschmolzen. Hat sie also schon mal eine gehabt? Nein, schon mehr als eine. Haben Sie denn schon gehabt? Ja, also, wenn Sie mir jetzt eine haben, wo mir passt, ja, und wenn wir preislich einig werden über Sie, dann ist das die fünfte. Muss ich da sofort fünf Kreuzchen machen? Zuerst habe ich einmal noch eine kleine gehabt. Hä? Zum das Prinzip lernen. Eine kleine? Sie meinen eine junge? Ja, relativ schon, ja. Also, wie jung ist denn die gsi? Ja, da kann ich Ihnen genau sagen, wo ich die von meinem Kollegen übernommen habe. Da war die präzise 15 gsi. Und jetzt möchten Sie lieber eine ältere? Ja, natürlich. Ja, wie älter, wie besser. Schauen Sie, erst eine ältere hat das gewisse Etwas. Ich weiß ganz genau, warum das der wie heißt jetzt der wieder? Der Judy Hoi-Menuhin. Warum, dass der am liebsten auf einer alten Stradivari spielt. Also Willibald, da können Sie doch überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und wir reden Sie überhaupt mit mir. Wir sind ein seriöses Unternehmen. Ja, hoffentlich auch. Sonst hätten wir nicht den Erfolg. Wir haben nur zufriedene Kundschaft. Was heisst da zufriedene? Glückliche. Überglückliche. Ja, es ist ja auch etwas Beglückendes. Gehen Sie auch? Was? Spielen? Können Sie es nicht so recht? Ja, Sie kommen wahrscheinlich ein bisschen wenig dazu. Ja, wissen Sie, so richtig Freude macht es einem ja erst, wenn man es richtig beherrscht. Ja, wenn man keine Schwierigkeiten mehr hat. Ja, ich kann es dann nicht gut. Wenn ich einmal so richtig im Schuss bin, dann mache ich einmal noch Gespässchen zwischendurch. Ja, dann nehme ich sie einmal so, drehe sie um und haue mit der flachen Hand den Takt hinten drauf. Letzte, da habe ich mal ein bisschen zu Mühe zu tun. Ja, da habe ich den Hals gebrochen. Kann ich nicht sagen, der ist nur so runtergebambelt. Ja, und jetzt, gell, jetzt muss eben wieder eine neue her, gell, ich muss wieder. Wenn ich so richtig dran bin, dann kann ich meinen ganzen Ärger und Kummer vergessen. Na, am liebsten habe ich es ja, wenn der Paul noch dabei ist. Das Dritte! Was ist denn, wenn der Ernst noch dabei ist? Das Vierte!
Nein, dem müssen wir einmal am Xavier noch anrufen. Aber sicher kann ich Ihnen sagen, seit er verheiratet ist, ist mit dem nichts mehr los. Ja, seine Frau hat es nicht gern, wenn er bei uns mitmacht. Ja, also, das ist jetzt so eine richtige, blöde Gegentante. Ja, wir sind halt eine glatte Bande. Also, der Xavier, der tut uns ja richtig leid. Der ist jetzt in einem richtigen Zwiespalt drin. Wenn er dann einmal nach langer Zeit gleich wieder einmal kommt, dann kann er nichts mehr. Dann macht er nichts als Fehler. Und dann, ja, dann schämt er sich einmal noch. Und das ist natürlich nichts für eine harmonische Gruppe, die so rangeht. Das tut dann einmal sein. Ja, Sie können mal ein bisschen reingüchseln. Ja, wir sind einmal im Seeli, im hinteren Stern. Ja, das ist sehr günstig für uns dort. Nur letzte, wo wir wieder einmal so richtig dran waren, da hat eine Frau aus der Nachbarschaft angerufen. Wenn wir jetzt denn nicht sofort aufhören oder wenigstens das Fenster zumachen, dann holen sie die Polizei. Begrifflich! Wenn Sie nicht sofort aufhören mit Ihren Erzählungen, dann hole ich die Polizei! Ja, aber warum? Warum? Wo sind Sie überhaupt hergekommen? Gehen Sie doch ins Niederdorf oder sonst nicht mit ihnen schauen. Wir sind ein seriöses Unternehmen. Aber das, was Sie wollen, das ist unseriös. Jesus, die hat ja keine Ahnung von einer Passgeige. Also die würde auch gescheiter Flöten verkaufen.